Hallo, ich bin's mal wieder, Sven Globetrotter. Heute mal aus einer echt cool winterlichen Landschaft in Berlin, eher selten. Aber worum geht's in meinem kleinen Video? Es geht um die für mich coolste Kamera im Jahr 2023. Welche Kamera das ist, warum ich die so cool finde und wie ich sie anwende, zeige ich euch in meinem kleinen Video. Aber vorab bleibt mir wieder nur zu sagen, willkommen in meiner Welt. Erde. In der Nordkap. Feuer. Wasser. Tja, und da ist sie, ha? Guckt mal, die Hover RX1. Für mich die echt coolste Kamera. Ja, 2023 eigentlich. Weil du hast hier verschiedene Modis. Eine coole Sache, ich zeige euch jetzt mal, was ich damit alles angefangen habe in den letzten Tagen. Ja, habe ich viel geübt und heute kommt dir das kleine Ergebnis. Ich stecke sie erstmal wieder ein, das ist eine total coole Sache. Rein in die Hosentasche, die ist weg, ist nicht viel größer als ein Telefon. Super leicht, 125 Gramm glaube ich sie. Und da, sie fällt aber trotzdem unter das Drohnengesetz. Macht was draus, ich habe so und so eine Drohne, also meine Versicherung greift, ich muss die hier nur noch anmelden, aber naja. Gut, ich bin erstmal weg und komme gleich wieder mit anderen Bildern. Ich spiele euch jetzt mal zu den verschiedenen Modis ein paar Sachen ein, die ich so jetzt gemacht habe. So als Beispiele, wie ich das nutzen werde, die Kamera. Ja, die App braucht ihr eigentlich nicht. Solange ihr fliegt und alles vorher eingestellt habt, könnt ihr die App eigentlich völlig vergessen. Wenn ihr natürlich rausgeht, dann solltet ihr euch vorher Gedanken machen, was wollt ihr machen. Wenn ihr was ändern wollt, dann müsst ihr die Drohne wirklich mitnehmen. Also ihr geht hier oben rein, dann habt ihr hier die verschiedenen Modi. Ja, oder ihr geht hier unten rein, dann seht ihr diese kleinen Mannequin und da steht immer unten, was ist. Hier wäre praktisch Hovern, Setting und dann könnt ihr hier aussuchen, wie ihr es einstellen wollt. On-Off, Target Tracking, dann wie lange die fliegen soll, kontinuierlich, das ist das, vertikal, hochkant oder senkrecht, könnt ihr auch einstellen, Videoqualität, ganz klar. Ihr hört jetzt mit Sicherheit die Drohne, oder Kamera, ich weiß noch nicht so richtig, wie ich es nenne. Seht ihr das, die schwebt hier, ja, und ich habe jetzt natürlich diese Summen hier mit drauf, wenn ich mich jetzt hier mit euch unterhalten wollen würde. Und da die Kamera ist, die mich von der Seite noch filmt, dann habe ich diese Typ mit drauf. Und das Coole jetzt hier, was bei meiner Mini 2 wirklich nicht geht, du kannst den Ton von der Kamera nutzen und die macht dann den Sound auch noch raus. Ja, jetzt habt ihr dasselbe vom Prinzip her nochmal. Ja? Ich habe jetzt den Ton von der Drohne und das Summen ist komplett raus. Ja, und das Allerbeste in der Kamera ist, sie ist in Sekunden startklar. 2 Sekunden gedrückt halten. Zack. So, jetzt gibt sie gleich das erste Kommando. Und zwar sagt sie, wo sie jetzt steht, Bird Eye. Und jetzt kannst du die einzelnen Sachen durchgehen. Hover. Zoom out, follow und als letztes Orbit, huh? Perfekt, ruckzuck wieder zu, zusammengeklappt, 3 Sekunden gedrückt, auf Wiedersehen. Zoom out ist das nächste, da habt ihr jetzt hier, wie weit soll er rauszoomen? Da müsst ihr euch natürlich klar sein, wie weit kann die wegfliegen. Ihr solltet niemals über Wasser fliegen oder Abhänge. Die Drohne guckt nach unten mit einer Kamera, wo ist der Boden? Die würde dann wirklich abschmieren. Also so eine Sache müssen euch klar sein. Hier könntet ihr jetzt bis 9 Meter wegfliegen. Auch wieder wichtig zu gucken, wie weit das ist. Dann wie hoch die Kamera fliegen soll. Vertikal hatten wir schon. Jetzt zeige ich euch wieder, wie das aussehen kann.
Ja, als drittes wollen wir mal folgen. Auch hier können wir uns einstellen, wie weit soll die Kamera von uns weg sein. Distanz, Standard, Close. Close ist wirklich sehr dicht, Standard ist schon okay. Dann Backfigur, die kommt dann wieder zurück. Flat, wie hoch sie fliegt, ist eigentlich auch flat, ist okay. On-Off ist wieder hoch, runter. Ordentlich. Das macht sie doch ganz ordentlich. Hammer. Hammer. Tolle Sache. Guck mal hier, hier ist auch noch alles voll. Da ist er auf dem Hinweg schon durch. Anhalte, dann erkennt sie das, dass ich halte. Dann hört sie auf zu filmen und kommt automatisch zu mir. Unsere vierte Sache, die ich euch jetzt auch noch zeige, ist Orbit. Beim Orbit müsst ihr auch wieder ein bisschen aufpassen. Und zwar habt ihr hier den Radius von 2,5, 1,5, 4 Meter. Wichtig, ihr müsst gucken, was ist ringsrum für Platz. Und ihr könnt einmal komplett um euch rumfliegen, 360 Grad oder nur 90 Grad oder nur 180. Höhe ist klar, ist eingestellt. Als nächstes kommt Bird Eye. Ihr habt da auch, wie schnell soll sie sich drehen, wenn sie oben ist. Slow, langsam, fast. Dann die Höhe in Metern. Wieder gucken, dass über euch nichts ist. Und hier wieder vertikal on or off. Und hier die Bildqualität. Zack. Normal, wenn ihr Fotos machen wollt, normal. Oder HDR. Der letzte Platz, den ihr habt, den habe ich belegt bei mir mit Dolly Track. Dolly Track bedeutet, sie fliegt vor dir her, auch das zeige ich euch gleich. Ich will euch kurz nur noch mal die Einstellung zeigen. Fliegt sie höher, fliegt sie flat oder low? Low ist wirklich knapp über dem Boden, coole Sache. Kann man gut aus der Vorperspektive Aufnahmen machen. Die Distanz, far, close. Close ist sehr dicht, far ist eigentlich vollkommen in Ordnung. So mache ich es am liebsten. Wir stellen jetzt hier mal auch die Frames um. Die RX1 hat 5 festgelegte Modi und einen Custom-Modus. Den könnt ihr euch selbst belegen. Ich habe den Dolly-Track-Modus drauf, weil er macht für mich echt Spaß und es gibt coole Bilder.
Was toll ist, echt faszinierend ist, dass die Propeller gecovert sind. Dadurch kann sie auch mal irgendwo in den Zweig kommen und fängt sich einfach gleich wieder und filmt weiter. Also es ist mir seltenst passiert, dass sie abstürzt. Du kannst wirklich die ganze Zeit hinterherlaufen und musst dir kaum Gedanken machen, nicht wie bei meiner Mini. Ja, und was eben noch faszinierend ist, sie merkt sofort, wenn du stoppst, dann bleibt sie stehen, kommt wieder auf dich zugeflogen. Und du kannst sie einfach wieder nehmen, ja, und in die Hosentasche stecken. Ja, hier seht das mal. Sie guckt, was macht er? Er steht und dann fliegt sie auf mich zu. Das war's erstmal. Was jetzt noch wäre, wären Snapshots. Da könnt ihr 1, 3, 2, 1 rückwärts oder ihr könntet sie manuell steuern. Beim manuell steuern braucht ihr dann aber wirklich euer Telefon, weil damit steuert ihr dann. Ja, und hier habt ihr noch die eure Sachen, die ihr aufgenommen habt. Da geht da einfach rein, dann verbindet sich das Telefon mit mit eurer Kamera und dann könnt ihr die Sachen hier runterziehen. Hier oben könnt ihr dann einzelne Sachen auswählen. Wenn das drin ist, dann habt ihr alle. Oder wenn es aus ist, könnt ihr wirklich nur einzeln antippen. Tja, und das war's schon. Simple, die App. Ich werde auch zukünftig meine Mini nutzen zum Fliegen. Ihr seht jetzt hier gerade Bilder von meiner Mini. Ganz einfach, weil die Reichweite viel höher ist. Man kommt mit der X1 gerade mal 30 Meter weg und auch die Höhe mit 15 Metern ist jetzt nicht berauschend. Und wenn man richtige Luftaufnahmen machen will, sollte man schon seine Drohne nutzen oder überhaupt wirklich eine richtige Drohne mit einer Fernsteuerung. Ansonsten für Selfie-Aufnahmen und mal schnell hier was von der Seite filmen. Perfekt. Ich bin durchgefroren. Ich bin jetzt hier 1,5 Stunden draußen beim Drehen. Bin super glücklich, dass ich mir hier ein Cappuccino gemacht habe. Kann mir zwischendurch immer die Hände wärmen. Das Ding nehme ich auch immer mit in den Schlafsack, wenn ich draußen bin bei den Jahreszeiten. Ja, ihr habt es gesehen, die Hava Air X1, für mich eine absolut coole Kamera, wenn du allein unterwegs bist, filmen willst. Ihr habt es ja gesehen an den Szenen, ich bin einfach, da ist jemand, ich brauche keinen zweiten Kameramann. Ich muss nicht lange meine Drohne einstellen, vielleicht irgendwelche Tracks vorher machen, die ich dann aber auch verfolgen muss. Also dieses Ding nehme ich einfach aus der Tasche, Hals hoch, bam, es fliegt los. Vorher den Modus eingerichtet, alles cool. Ja, einziger Nachteil an der Drohne, Kamera, nennt es wie ihr es wollt, ist die Batterieleistung. Aber das geht, man kann sie zwischendurch immer aufladen. Ich habe in meinem Lastenrad so eine kleine Powerbank, da ist der hängt das immer dran zwischendurch, der andere Akku. Das funktioniert, das haut hin. Und mit dem Ton habe ich echt einiges hin und her gefummelt. Ich bin noch nicht zufrieden, ich bin auf einem, glaube ich, guten Weg, aber das wird noch ein bisschen dauern, bis ich sage, okay, der Ton ist echt cool. Ja. Als Selfie-Kamera für schnell mal so aus der Tasche irgendwo perfekt. Ja. Und selbst hier so zum Drehen für die Videos. Die Qualität 2,7K, okay, aber sei mal ganz ehrlich, wie oft kriegt man irgendwelche Bilder, die ein bisschen verwackelt sind oder sonst was? Es ist letztendlich keine Filmproduktion. Es muss nicht hundertprozentig sein, davon lebt es ja auch, es ist authentisch. Ja. Gut. Das war's. Ihr werdet die Kamera, die Bilder der Kamera in Zukunft öfter sehen. Mir bleibt wieder nur eins. Ich bitte euch darum, wenn ihr sagt, das war gut, einen Daumen hoch zu zeigen oder einen Daumen runter. Wenn ihr einen Daumen runter zeigt, könnt ihr alles machen, aber dann bitte mit einem Kommentar, weil nichts ist schlimmer als zu sagen, das fand ich aber blöd, aber nichts dazu beizutragen, dass es besser wird. Über ein Abo würde ich mich riesig freuen, weil ich unterstütze ja immer soziale Projekte und das ist natürlich für mich viel, viel leichter, wenn mich die Leute auch ein bisschen unterstützen da draußen. Ja, und das war es eigentlich schon wieder. Ich danke euch und wünsche euch was. Bis zum nächsten Video und noch ein paar schöne Wintertage. Bis dann. Tschüss.